Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der neuen Zombie-Karte Mauer der Toten Strom und Pekka Punch einschalten könnt. Und zwar seht ihr auf der Karte diese schwarzen Ausrufezeichen im weißen Viereck. Ihr folgt einfach diesen Ausrufezeichen, Leute, und wenn ihr das macht, dann kommt ihr zu dem Stromschalter. Wenn ihr diesen nun betätigt, dann seht ihr rechts zwei Sicherungen rausfliegen. Ihr müsst als nächstes zwei neue Sicherungen finden und sie dort einfügen. Auf der Karte sind auch nun zwei neue Ausrufezeichen, zu denen müsst ihr gehen, Leute. Und wenn ihr da seid, dann spawnt ein Sturm. Wenn ihr diesen tötet, droppt ihr euch eine Sicherung, die ihr dann aufhebt. Und nun geht ihr zum anderen Ausrufezeichen und tötet auch diesen Sturm, Leute. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr zwei Sicherungen. Diese Sicherungen bringt ihr jetzt wieder nach unten zum Stromschalter in den Sicherungskasten. Dieser wird euch natürlich auch wieder auf der Karte angezeigt als Ausrufezeichen. Einfach folgen. Und wenn ihr dann da seid, einfach hier in den Sicherungskasten einsetzen. Dann wieder den Schalter betätigen und ihr habt Strom eingeschaltet. Kommen wir nun zu Pekka Punch. Wie ihr seht, ist eure Hauptmission jetzt, untersuche die Pekka Punch Maschine. Hierzu folgt ihr einfach wieder dem Ausrufezeichen. Geht einfach hier nach oben wieder auf die Straße. Und beim Ausrufezeichen seht ihr schon die Pekka Punch Maschine und ein paar fliegende Zombies. Geht zu Pekka Punch Maschine, betätigt einmal und ihr werdet sehen, dass die Zombies sich hier alle aufladen tun. Was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst alle Zombies ausschalten. Wenn ihr das dann macht, habt ihr Pekka Punch freigeschaltet und ihr kriegt noch eine Herausforderung, dass ihr Pekka Punch freigeschaltet habt. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.